So, unser Spiel lautet heute männliche Vornamen mit exakt einmal U. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, liebe Zuschauer, und muss dazu sagen, ich habe wahnsinnig kreative Antworten bekommen und sehr, sehr viele Lösungen. Auch Antworten, die ich, also Namen, die ich noch nie kannte. Sie wissen ja, auch bei uns ist immer so, hier sind 10 Namen abgeklebt. Den einen oder anderen werden Sie lösen, vielleicht den einen oder anderen haben Sie noch nicht gehört, das weiß ich nicht. Ist immer unterschiedlich, aber ich weiß, bei diesem Spiel sind fantastische Antworten möglich und unser Geldband ist reichlich bestückt, sodass ich hoffe, dass hier alsbald und schnell viel, viel Knete rausgeht. Wir starten in die erste Runde. Jedes Mal, wenn ich die Runde starte, wird das Geldband loslaufen und Sie können es quasi stoppen in dem Moment, in dem Sie hier, wenn der Hotbutton zuschlägt, bei mir sind. So, das sind jetzt hier auch die letzten Runden, denn ich weiß nicht mehr, was ich sonst noch tun soll. Alles Geld, was ich zur Verfügung habe, steht da, ist quasi im Angebot. Jetzt brauchen wir eben nur noch eine richtige Lösung. Alle männlichen Vornamen, die an der Wand stehen, haben das U an vorletzter Stelle. So. Was haben Sie? Hallöchen. Emilius. Emilius, sehr kreativ, finde ich super. Leider nein, bleiben Sie mal dran, Sie kriegen was. Achtung, nächster Emilius, finde ich schön. Was Sie alles wissen. Also mit Us wird es vielleicht sogar was sein, weil ich meine U an vorletzter Stelle, liebe Zuschauer. Aber ich kann Ihnen dazu auch nichts weiter sagen, weil ich auch nicht alle Namen kenne. Weil ich möchte ja noch Geld ausgeben. Und das, Sie waren schon so dicht dran. Ich habe alle Tipps verballert, die ich Ihnen geben kann. Ich habe alles Geld drauf gesetzt, was ich Ihnen geben kann, gerade so noch. Und wie gesagt, ich möchte einfach noch ein bisschen Geld ausgeben. Deswegen sind das jetzt die letzten 3 Minuten für dieses Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Leute, sollen wir gleich weiterspielen? Ja. So, wir lösen erstmal auf. Weil das ist doch Geld. Wenceslaus. Upsala. Okay. Schwer. Desiderius. Cyprianus. Nicht so schwer übrigens, ne? Irenaeus. Oh, alle mit US. Sophus, da sag mal. Firmus, nun gut, haben wir alle in der Verwandtschaft. Eligius. Wobei, da waren einige echt schon. Und da, das ist jetzt wichtig. Wir hatten eine Dame hier, da habe ich nochmal nachgefragt. Emilius. Und sie so, ja, mit E. Aber wir haben den Emilius gehabt. Schade. Hallöchen. Emilius. Emilius, sehr kreativ, finde ich super. Leider nein, bleiben Sie mal dran, Sie kriegen was. Achtung, nächster Emilius, finde ich schön, was Sie alles wissen. Also mit Us wird es vielleicht sogar was sein, weil ich meine U an vorletzter Stelle, liebe Zuschauer. Aber ich kann Ihnen dazu auch nichts weiter sagen, weil ich auch nicht alle Namen kenne. Das ist jetzt wichtig. Wir hatten eine Dame hier, da habe ich nochmal nachgefragt, Emilius, und sie so, ja, mit E, aber wir haben den Emilius gehabt. Schade. Knapp daneben. Und Marianus. Und da hatten wir auch ganz viele, die ähnlich waren. Also nicht einfach, aber für 6.000 Euro, nun gut. Sollt ihr im Fernsehen lügen? Lügen ist ja ganz schlimm, ne? Aber im Fernsehen ist das noch schlimmer. Bitte nicht. Alles Lügner. Alles Lügner. Ich kriege jetzt wieder eine Abmahnung. Werde ich wieder eine Abmahnung kriegen.